for retribution. So, wir sind schon wieder auf der Weiterfahrt weg von Landmannalaugr Löwe, zurück in die Zivilisation sozusagen, über eine spannende Straße. Ja, wer die Story auf Instagram gesehen hat, der hat sicher mitgekriegt, dass wir am Dacia Duster fahren und mit dem Dacia Duster nicht jede Straße gleich gut zu fahren ist. Wer nicht, kurz nochmal die Erinnerung, in Island gibt es verschiedenste Straßen mit einer F-Bezeichnung. Und die F-Bezeichnung besagt, dass man dafür mindestens ein 4x4-Fahrzeug braucht. Aber das heißt nicht, dass man automatisch mit jedem 4x4-Fahrzeug alle Straßen fahren kann. Die haben eine unterschiedliche Klassifizierung. Unten ist ein Link eingeblendet, der da sehr gut übersichtlich zeigt, welche Straßen einfacher und welche schwieriger sind. So, wir sind jetzt gerade am Weg von Landmannalaugr durch die Eltgau nach Kirchgebeierklöster. Und da warten ein paar tricky Furten auf uns. Heißt, wir können zwar mit unserem Dacia Duster da grundsätzlich fahren, in guten Konditionen und wenn man ein bisschen weiß, was man tut. Das heißt jetzt aber nicht, dass es ein Freibrief ist für Fahren und man braucht sich keine Sorgen machen, man muss deshalb trotzdem die einzelnen Furten genau anschauen. Ihr werdet jetzt eine sehr, sehr geile Landschaft in den nächsten Aufnahmen sehen. Es ist definitiv eine der schönsten in ganz Island. Absolut. Halbwegs abgelegen, aber trotzdem fahren hin und wieder Autos, das ist gut für uns, falls was passiert. Wir hoffen es nicht, aber genau. Der ist wirklich selber schuld. So, Axel, Regeln fürs Furtenfahren. Also, nicht reden, während man durch eine durchfährt. Ja. Ja, geht. Okay, Regeln für Furten. Das erste ist einmal, was für Auto habe ich? Wenn ich einen Suzuki Jimny habe, also Kategorie Small, 4x4, kleines 4x4 Auto, ist einmal ganz was anderes, als wenn ich einen Superchip habe. Mit einem Superchip kann ich, also Superchip können wir jetzt einblenden, kann ich praktisch alles fahren. Ich sollte noch ein bisschen wissen, was ich tue und ein bisschen aufpassen. Je kleiner das Auto, umso mehr muss man beachten. Das erste ist einmal, was für eine Dicke habe ich. Das heißt, wie groß, wie breit ist der Fluss, was sind so die Konditionen, wo darf ich fahren. Meistens sind Fahnen abgesteckt, das heißt, man hat schon Guidelines, das ist aber ein wenig tricky, weil auf der anderen Seite ist es oft so, dass dort die meisten fahren, das heißt, da wird es immer tiefer, das heißt, das ist nicht immer der beste Weg. Dann schaut man, was ist für Tageszeit. Ist generell so, dass in der Früh durch Nachtkälte weniger Wasser ist, darum sind wir jetzt um 10.42 Uhr unterwegs. Am Abend ist mehr Wasser. Zweiter Faktor, ist es regnerisch oder ist gerade voll heiß? Das heißt, ist entweder Wasser durch Regen oder Wasser durch Schneeschmelze, was den Fluss auf jeden Fall größer macht. Das heißt, die Normalkonditionen sind dann nicht gegeben. Dann, wie ist der Untergrund? Habe ich einen sehr sandigen Untergrund, das heißt, kann ich stecken bleiben. Habe ich sehr große Steiner, das heißt, kann ich stecken bleiben, weil ich nicht drüber komme. Ganz genau schauen, wo man fährt, wie der Untergrund ist und wie die Gegebenheiten sind, dann sollte man schon gut dabei sein. Wichtig, wir haben da zum Beispiel ein Auto, was wir zwischen
Two-Wheel Drive, also zwei Radeln und vier Radeln umschalten kann. Der Dumme, der vergisst auf das und bleibt stecken. Und das Allerwichtigste zum Schluss, wie tief ist der Fluss? Das heißt, wo ist mein Luftansauger und wo ist die maximale Tiefe vom Fluss? Wer von euch Automechaniker ist, kennt sie vielleicht aus, auf was ich aussehen möchte. Das Einzige, auf dem man beim Auto ganz genau aufpassen muss, ist, dass kein Wasser in den Luftansauger reinkommt, sonst ist Maschine tot und man darf es ersetzen. Drum aufpassen, wie tief der Fluss ist. On the right. Okay, also da ist ein bisschen eine größere. Da hat uns vorher schon ein entgegenkommender Taster den Tipp gegeben, eher rechts zu fahren und nicht entlang der Markierung. Wir werden das umsetzen. Oh. Ja, der schaut nämlich schon wegen tricky da aus. Aha. Da auch eher bei der schmaleren. Okay. Passt. Easy. Auch nochmal Reifen werden gewaschen. So, jetzt meine Aufgabe ins Spiel. Wenn man sich unsicher ist vom Schauen, ja, ist es immer gut, wenn man sich selbst in die Fluten wagt und einmal schaut, wie es so ausschaut. Dazu haben wir unsere Sockenschuhe dabei. Hosen aufgekrempeln. Geht schon. Gut, also es ist nicht tief. So, der Axel geht jetzt wieder die Straße inspizieren, also den Fluss. Wir haben das okay. Ja, sollte gehen, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist sandiges Terrain. Das heißt, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Gut. So, wir versuchen uns besser. Wir versuchen uns. Falls wir jetzt aushaffen, haben wir es auf Video. Wir sind jetzt mitten in der sogenannten Elgjau. Das ist übersetzt die Feuerschlucht und wie der Name schon sagt, ist das natürlich was, was vulkanischen Ursprungs ist, so wie alles in Island in irgendeiner Art und Weise. Das Schöne ist, man fährt die Schlucht mit dem Auto entlang, steigt dann aus, wandert die Schlucht weiter zurück zu einem sehr, sehr schönen Wasserfall mit einer ganz besonderen Story. Thank you.
So, wir sind jetzt beim Ophiurofoss angekommen und das Besondere an diesem Wasserfall ist, dass eine natürliche Landbrücke drüber war. Das ist aber leider 1996 ungefähr eingestürzt und seitdem ist er nicht mehr ganz so besonders, aber nicht weniger schön. Auf Wiedersehen. Ist gegangen? Nein, ist nur da. Dort guckst du. Hallo? Und du die ganze Herde guckst. Und das kleine